Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays vom Spiel City Skylines. Oh, in der letzten Folge haben wir hier das neue Gebiet erschlossen. Wir haben übrigens noch immer noch keinen Namen für das Gebiet hier oben. Wenn ihr irgendwie einen Einfall habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich schaue mir die Kommentare regelmäßig durch. Sind momentan überschaubar. Und ja, der beste Vorschlag wird genommen. Also einfach einen Namen reinschreiben von einem Stadtgebiet, der euch gerade einfällt. So, zurück zum Spiel. Also hier haben wir das Gebiet gebaut. Hier sieht man ja momentan jede Menge Arbeiter werden gesucht. Hier habe ich die Eisenbahnlinie etwas geändert. Oh, ich sehe gerade hier die Weiche, die ist ja etwas fehlerhaft. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Geht das? Geht das oder geht das nicht? Ah, so wird es gehen. Ah, hier geht es bergauf, deswegen. Okay, nochmal umbauen. Kann ich hier vielleicht? Hier? Na, will nicht. Dann müssen wir es so machen. Ah, geht genauso. Jawohl, besser. Gut, was braucht der Stadtteil noch? Polizei. Hier haben wir Polizeirevier. Oder was ist das? Polizeiwache. Okay, Polizeihauptquartier wäre glaube ich effizienter. Und zwar bauen wir das. Ah, das wäre so riesig. Ah, der Platz ist schon. Na egal, das machen wir weg. Was ist das? Wohngebiet. Okay, haben wir jetzt auch gemacht. Polizei. Die Polizei sollte es vielleicht nicht so weit haben bis zum Einsatzort. Deswegen eher da oben, würde ich sagen. Denn so kann die Polizei gleichzeitig in diese Richtung und in diese Richtung fahren. Wie schaut es aus mit Feuerwehr? Hier haben wir eine Feuerwache, aber auf diese Seite eben noch nicht. Setzen wir direkt hierher. Sind es hoffentlich alle glücklich? Also ich hoffe es zumindest. So, Gesundheit. Bei einem Friedhof, glaube ich, oder? Ja, Friedhof bei auf jeden Fall. Sollte Friedhof direkt im Wohngebiet stehen? Das ist jetzt die Frage. Mach hier ein paar Querstraßen rein. Okay, das geht jetzt nicht, aber das wird gehen. Ah, jetzt hat er dazwischen nicht Platz. Schade. So, da. Also hätte er Platz, aber das ist wieder eins zu viel. Mach ich hier. So, ja, genau. Dann Krematorium kriegen wir auch hier. Wie viele Krematorien habe ich hier? Gar keins. Ui. Hier setzen wir noch eins hin, wenn es geht. Ah, geht nicht. Aber hier geht's. So ein bisschen verstreut das Ganze ist gleich besser, wie wenn alles zentral ist. Genau, das passt schon so. Hier werden immer noch Mitarbeiter gesucht. Wie schaut es denn da oben aus? Okay, da waren schon mal mehr. Ja, das ändert sich alles. Das beruhigt sich alles. So, wie schaut es aus? Freizeitaktivitäten. Oh. Ja, nicht so rosig momentan. Warum sind die alle so unzufrieden? Was ist jetzt?
Platz mit Bäumen. Wow, kreativ. Ah, hier habe ich viel zu viele Straßen drin, sehe ich gerade. Ah, das ist eine Einbahnstraße. Okay, probieren wir es nochmal. Platz mit Bäumen. Hier in die Ecke vielleicht. Oder? Ja, machen wir da hin. Fertig. Welche Straße jetzt? Einbahnstraße? Ah, egal, gibt's nicht. Okay. Dann hier oben brauche ich gleich noch was. Wird auch so ein Platz mit Bäumen. Wenn der Platz hat. Ah, hier ist das Krematorium. Deswegen geht's nicht, aber hier wird's gehen. Oder ganz am Ende. Machen wir so hin. Und auf der Seite brauchen wir vielleicht auch noch ein paar Sachen. Was haben wir? Japanischer Garten. Setzen wir hier ins Gewerbegebiet rein. Sind alle glücklich, alle happy. Dann hier sind Dingsbums, Paradoxplatz. Hier vielleicht was Größeres. Hier ist die Feuerwache. Und vielleicht direkt hier ein Friedhof dran. Genau. Ich kann hier so einen kleinen Park integrieren in die Stadt. Das Spiel kann weitergehen. Jawohl, passt. Hey, cool, der Park verbindet sich sogar hier mit der Straße. Nicht schlecht. Das wird auch gehen. Jawohl. Haben wir auch noch ein Wohngebiet drin. Hier setzen wir noch ein paar Bäume rein. Aber erst wenn es soweit ist. Cool. So. Ich glaube, hier brauchen wir unbedingt nochmal einen Bahnhof. Boah, hier sind alle arbeitslos. Oder hier werden zumindest Arbeiter gesucht. Arbeitslos ist was anderes. Ah, hier haben wir voll den Kopfbahnhof. Deswegen stauen sich hier die Züge immer. Hier sind es wieder krank, die Leute. Mann, hier nervt's. Was haben wir hier? Passagiere letzte Woche 30. Okay. Das ist nicht so viel. Andere Bahnhöfe erreichen da andere Zahlen. Auch hier fehlt die Müllabfuhr, aber der Mülltonner ist schon unterwegs, sieht man. Ha, das ist während dem Fahren die Mülltonne ausleeren. Auch nicht schlecht. Das schaut schon mal nicht schlecht aus. Dann bräuchte ich hier glaube ich noch einen Personenbahnhof oder vielleicht an dieser Straße. Den mache ich auch wieder ein Stückchen nach vorne. Genau, das müsste so passen. Was kann ich noch alles bauen? Einzigartige Gebäude. Was haben wir hier? Krankenhausplatz. Ach, den habe ich ja schon gebaut. Transportturm habe ich auch schon. Was ist das? Einkaufszentrum der Mäßigung. Ah, warum kann ich hier nicht bauen? Ah, wegen der Straße und wegen der Feuerwache. Ah, das gehört eher ins Gewerbegebiet rein. Oder da oben. Oh, das kriegt eine eigene Autobahnausfahrt. Hier vielleicht dann. Was ist das? Schickes Einkaufszentrum. Alle Steuersätze erhöhen. 4%. Was ist das? Okay. Internationales Büro. Kann ich den da ersetzen? Ah, das wird gehen. Oder hier? Ah, das geht sogar. Wow, was für ein Teil. Riesig. Da hat es keinen Strom, doch jetzt hat er Strom. So, hier das Eck, das machen wir dann später. Oder jetzt. Ja, machen wir es am besten gleich zum
machen wir hier hin? Hier ist ein kleines Gewerbegebiet um die Ecke. Ja, das muss reichen. Und. Oder nee, Bürogebiet wäre gleich besser. Ah, das kann ich nicht mehr ändern, oder? Doch, geht sogar. Sehr schön. Passt. Direkt neben der Feuerwache. Hier in das Eck. Ups. Hier in das Eck. Weiß nicht, hier machen wir ein Parken. Aber erstmal muss ich mich um den Passagierbahnhof kümmern. Was haben wir hier? Bahnhof. Kommt dann. Wo kommt er hin? Ja, hierher. Genau. Und dann geht von hier das Gleis geht dann darüber in das nächste Viertel. Ah, perfekt. So, die Gleise, wie lege ich die? Kann ich hier unten durchbauen? Ah, bis hierher gerade. Ah, hier. Hier ist der Brückenpfeiler. Geht das? Jawohl, sehr schön. Es geht sogar. Jetzt muss ich schauen, dass ich das Gleis irgendwie hier anschließe. Ja, wird glaube ich nicht so schwer sein. Ja, einfach so. Bis dorthin. Dann. Ah, komm her. Mag nicht. Er verbindet sich mit dem anderen Gleis. Böse. Passt, sehr schön. Und von der anderen Seite, wenn er zukommt, ja, dann muss er hier eine größere Kurve fahren. Na komm. Okay, das gefällt mir jetzt nicht ganz. Ach so, wär's besser. Geht erstmal ein Stück. Ah. Mann, das mache ich gleich gar nicht, wenn die Schienen sich. Obwohl die Ausfahrt ist ja auch schon extrem. Warum nicht gleich so? Geht erstmal ein Stück gerade. Jawohl, passt. Bahnhof, oh, der ist noch gar nicht angeschlossen. Wasser hat er, sehr gut. Dann machen wir hier nochmal mehr Straßen verbinden irgendwie. Ah, das geht wieder. Hier, das lassen wir mal so. Das soll grün werden, die Stadt. Und hier machen wir. Bürogebiet, ganz großes Bürogebiet. Sehr schön. Hier auch noch. Zwei Bürogebiete brauchen logischerweise noch einen U-Bahnhof. Und den setzen wir. Ah, genau dahin. Das passt sehr gut. Kann jetzt mal Linie. Ziehen wir auch mal Linie daher. Passt, ist auch angeschlossen. Das heißt, müssen die Bürogebiete nur noch wachsen, aber momentan haben wir nicht so eine große Nachfrage, wie es ausschaut. Aber hier gibt es schon die ersten Staus. Ah, die Straßen sind gut befahren. Vielleicht sollte ich von hier eine Straße direkt rüber bauen, dass die Fahrzeuge nicht hier extra anhalten müssen. Das wäre jetzt so eine Idee gewesen. Warte, hier haben wir auch noch Gewerbegebiet. So. Hier zwischendrin. Da sind überall so leere Kästchen, das gibt's doch nicht. Da auch. Ah, das passt schon so. So, Straße, Straße, Straße. Warum nicht gleich so?
fahren direkt darüber. Obwohl das Gewerbegebiet ist noch kleiner geworden. Das kann wegmachen. Hey, wegmachen. Jetzt bauen wir wieder Gebäude. Sind ein bisschen ehrgeizig. So, hier die Ausfahrt. Hier muss ich noch ein bisschen umbauen. Gefällt mir noch nicht ganz. Jawohl, passt schon hier. So, hier die Mauer weg. Voll hier können wir jetzt machen. Ja, den Rest können wir lassen. Perfekt. Und jetzt hier der Kreisverkehr auch wieder ein bisschen entlastet, wenn Fahrzeuge von hier kommen, von den großen Straßenkreuz, beziehungsweise ist ja kein Kreuz. Ja, Straßenkreuz mit fünf Armen, sag ich mal, und darüber wollen, dann können sie direkt hier abbiegen. Ja, der Bahnhof hat immer noch keinen Strom. Aber hier die ersten Gebäude wachsen. Ah, das ist alles Bürogebiet, okay. Bürogebiet schaut eh schlecht aus. Mann, was ist denn hier los? Überall so offene Stellen. Hier auch. Ja, werden überall noch Mitarbeiter gesucht. Ja, ich glaube, ich brauche unbedingt noch mehr Wohnungen. Auch wenn die Stadt gerade nicht hinterherkommt, mit einem Gebäude bauen. Gehen wir ein bisschen näher an der Autobahn dran. Genau, weil oben ist auch noch ein Streifen, den können wir auch noch irgendwann mal bebauen. Da machen wir nur so ein kleines Gebiet hin. Vielleicht eher so ein Luxusgebiet, wo nur so vereinzelte Gebäude stehen. Ich überlege gerade, wie mache ich das? So. Machen wir es ein bisschen kurviger jetzt. Okay, das geht nicht. Ne, geht auch nicht. Das machen wir so. Genau, die Straße. Hier bauen wir dann auch noch eine Abfahrt hin. Halt. Geht das? Jawohl, das geht. Sehr schön. Und das schließen wir dann irgendwann mal unten an. So, jetzt bauen wir hier nochmal erstmal ein Wohngebiet. Das ist ganz wichtig. Also blöd, dass jetzt hier so ein kleiner Streifen zwischendrin ist. Total Platzverschwendung. So, wie mache ich das jetzt hier? Erstmal so senkrecht nochmal Streifen rauf. Und jetzt kann ich... Ah, geht nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Das geht. Ja, jawohl, jetzt passt schon hier. Ein paar Querstraßen ein. Jawohl. Und jetzt geht das von hier. Ist das eine Kurve? Nehmen wir mal so. Ah, das passt schon. Hier nochmal Querstraße. Jawohl, ne, nicht hier, sondern. Ja, dort, genau. So. Es waren noch Wohngebiete. So, schon besser. Ja, meine Stimme hört sich schon wieder an wie so Alien-mäßig. Ja, die zwei haben immer noch keinen Strom.
Aber es wird langsam. Cool. Überall werden auch Leute gesucht. Aber ich glaube, das wird schon langsam. Das wird schon. Wenn wir Wasser entlang ziehen. Gehen wir hier am Ufer des Flusses entlang. Bis dorthin. Jetzt ziehen wir es gleich bis dahin. So, den Rest füllen wir noch aus. Querstreben einbauen, dass das Wasser sich alles schön verteilen kann. Gut. Hey, die zwei haben Strom. Ich glaub's nicht. Das ging rucki zucki. Wir schauen mal, wie der erste Zug darüber fährt. Wahrscheinlich dauert es noch eine Weile. Oder? Ne, fahren erstmal alle vorbei. Auch nicht schlecht. Screenshots. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, was für diese Folge. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Das heißt, Let's Play City Skylines. Macht es gut. Bis dann. Ciao.